Jein. Bei solchen teilweise. Jein. Und deswegen, also ist mein Anliegen heute und jetzt, das habe ich dir auch gesagt, lasst uns, wo es auch ist, wirklich, wo wir die Möglichkeit haben, Veranstaltungen zur Aufklärung über diese Geschichte, Historie machen. Und das müssen wir machen. Das sind wir, glaube ich, uns verpflichtet, uns gegenüber verpflichtet, wie ich anfangs gesagt habe, wer aus der Geschichte lernt, ist verflucht, die Geschichte zu wiederholen, und wir sind dabei, die Geschichte zu wiederholen. Aufklärungsarbeit, Aufklärungsarbeit, Aufklärungsarbeit. Ich habe mehrere Broschüren in den letzten Monaten in die Hand bekommen von verschiedenen Initiativen, die versuchen, Aufklärungsarbeit zu übertragen, wo dann diese Broschüren unter Jugendlichen verteilt werden. Vor allem unter den Jugendlichen, wie ich auch eingangs gesagt habe und kurz berichtet habe über diese sogenannte Friedensdemo in Essen, hauptsächlich Jugendliche. Also keine Erwachsenen, also zu 80, über 80% war das Jugendliche. Die sind auch Augenmerk der Grauen Wölfe, die sind organisiert. Vor allem die Organisation läuft über sogenannte Sportvereine, Sportverbände. Der größte Anzahl der in Deutschland angemeldeten fremden ausländischen Sportvereine, speziell türkischsprachigen, die werden von, die gehören direkt dem Dachverband der Grauen Wölfe. Diese Sportvereine, Fußballvereine, Jugendclubs. In Berlin-Neukölln haben sich mehrere Lehrer unter, dass sie ja, weil sie der Gefahr laufen würden könnten, dass gegen sie was vorgenommen wird oder unternommen wird. Die haben noch Angst, ihren Namen nicht preisgegeben, aber auf jeden Fall auch kundgetan, dass die türkischen Jugendlichen verschiedenen Alters in den Schulen sogar die Lehrer bedrohen, vor Beginn des Unterrichts die türkische Nationalhymne aufsagen zu dürfen. Nein, wir lachen, das ist aber Realität. Das ist Realität. Ja, das fällt vor allem auch auf alle Migranten, die türkischer Herkunft sind, zurück. Also das schürt ja noch die Vorurteile, wenn man jetzt diese Beispiele hat. Ne? Und es geht hier, wieso Jugendliche? Es geht um einen Identitätskonflikt. Ja, klar. Ein Identitätsproblem. Ich habe auch mit mehreren Jugendlichen in den letzten Jahren gesprochen, die sich den Grauen Wölfen zugehörig fühlen. Ich sage fühlen. Der eine hat sogar zu mir in die Augen, also mir in die Augen tiefguckend auch zugegeben, auch wirklich in den Ehrfurcht mir gegenüber, übersetzt, mein großer Bruder, wenn ich gefragt werden würde, welche Partei ich in der Türkei wählen würde, ich würde sagen MHP, aber großer Bruder, wenn du mich fragst, wie die MHP ausgeschrieben, weiß ich nicht. Viele aus meiner Clique würden aber die MHP wählen. Mhm. Und weißt du, großer Bruder, warum wir ein Bedürfnis haben, und er spricht mit mir Deutsch, nicht Türkisch. Mhm. Er ist der deutschen, türkischen Sprache nicht hinreichend mächtig, dass er seine Meinung kundtun kann in der türkischen Sprache, der schönen Sonnensprachtheorie. Ne? Alle Sprachen rühren aus der türkischen her. Das ist ja die Sohnsprachtheorie, also gar nicht was vor. Ja, kommt mir aber gar nicht vor. Nein, wir lachen jetzt darüber, aber das ist eine bittere Realität. Auf der anderen Seite, diese Sprache nicht sprechen zu können, nicht fähig zu sein, nicht in der Lage zu sein, vielleicht nicht so gebildet zu sein, sich in Deutsch auszudrücken und seine Meinung kundzutun, und dann sagte, viele aus meiner Clique würden sagen MAP. Aber großer Bruder, weißt du, warum wir auch das Bedürfnis haben,
unsere Goldketten über unser T-Shirt oder über unsere Jacke oder Pullover zeigen zu müssen. Und wenn wir auch haben, diese drei Halbmonde, wir möchten aufhören. Wir möchten sagen, uns gibt es auch. Mhm. Das heißt, die Jugendlichen möchten, dass Menschen wahrgenommen werden. In erster Linie, dass es in der Gesellschaft wahrgenommen wird. In manchen Fällen, also aus Reaktionen gegen die also Ausländerfeindlichkeit. Ne, so. Richtig, da sind Jugendliche, die zum Kompensieren, wie ein dickes Auto, die im Kapitalismus als Reaktion keine Zukunft sehen. Ja, klar. Grundbedürfnisse geborgen haben, ich treffe es, da wird von jedem Menschen Schwarze. Das System ist sich dessen bewusst, das System braucht auch so eine Jugend. Aber doch, damals später Jugend funktioniert. Das System braucht auch so eine Jugend. Mhm. Apropos, das ist keine nur Bock-Generation. Nein, anscheinend wissen wir, was die wollen oder was die nicht wollen. Aber das sind ja auch ein Wurzel. Ne? Richtig. Und darauf baut die Ideologie der Grauen Höfe. Sind da denn meist Jungs gewesen oder sind in Essen auch Mädchen? Mädchen. Gemischt. Das ist ja das Interessante. Auch so Beschimpfungen unter den Gürtellinien. Ja. Von ganz jungen, aufgebrachten, pubertierenden Mädchen. Ja, jetzt jung zu Selbstbewusstsein wäre die Lösung. Und die Einheizerin immer als Türkin, ne? Die Einheizerin, die gebleichte Blondine. Die glaube ich, die kam aus dem Balkan. Bulgarischen Abstand wahrscheinlich. Ja. Ich sage, auf jeden Fall, es ist ein sehr gefährliche Entwicklung und ich finde es nur schade, dass von unserem Spektrum aus die entsprechende Öffentlichkeitsarbeit nicht genügend getan wird. Und das finde ich schade und vielmals schade. Nein, wir können uns hinsetzen und schon lange über Ideologie, über eine neue Gesellschaft reden, aber vor unserer Nase, vor unseren Augen passieren solche Sachen und was morgen wird, kann man sich auch ein Bild von dem, was wir bis jetzt gesagt haben, auch ein Bild malen und machen. Also die Entwicklung ist sehr, sehr, sehr gefährlich.